Hallo zusammen. Wer von euch hat schon mal so eine VR-Brille verwendet? Bitte kurz die Hand heben. Okay, es sind doch ein paar da. Wie ihr wisst, macht eine Verwendung von so einer VR-Brille auf längere Zeit nicht wirklich Spaß. Die Dinger sind unkomfortabel und wenn man sie gemeinsam nutzen will, ist es eigentlich so gut wie gar nicht möglich. Wir haben eine Lösung entwickelt, bei der man virtuelle Welten gemeinsam entdecken kann, indem man ganz einfach nur einen Raum betritt und das Ganze ohne, dass man eine Hardware am Körper tragen muss. Ja, um so etwas zu ermöglichen, muss dieser Raum natürlich den Nutzer in Echtzeit erkennen können, um dann die Darstellung der 3D-Welt entsprechend seiner Perspektive anzupassen. Also wie bei einer VR-Brille. Gleichzeitig müssen aber auch die Körperbewegungen des Nutzers im Bruchteil einer Sekunde erkannt werden, um präzise mit der virtuellen Welt interagieren zu können. Das ist das, was der Controller übernimmt. Und damit das Mittendrin-Gefühl auch funktionieren kann, muss natürlich räumlicher Sound auch noch mit dabei sein. Bei dem soll man natürlich keine Kopfhörer mehr brauchen. Wir sind Unreal. Wir entwickeln die Software für die Nutzererkennung und den Raum, den wir als Unreal Holodeck verkaufen und vermieten. Unsere Kunden profitieren von unserer Lösung durch Senkung der Entwicklungskosten, durch bessere Simulationen und Trainings oder durch mehr Umsatz, was sie mit innovativeren Vermarktungsmöglichkeiten erreichen können, zum Beispiel Unreal Holodecks als Pop-Up-Stores. Wir revolutionieren die industrielle Nutzung von VR. Mit einer Lösung ohne Zubehör am Körper, komfortabel und zugänglich für alle. Und wir sind auch genau das richtige Team für diese Mission. Ich bin Maike, ich bin Betriebswirtin, das kaufmännische Schweizer Taschenmesser hier im Team mit über 20 Jahren Berufserfahrung. Genau, und ich bin Marcel, ich bin der Software-Nerd im Team. Ich komme ursprünglich aus der Spieleentwicklung, das viele Jahre lang gemacht und habe mich danach verstärkt mit KI und künstlicher Intelligenz oder neuronalen Netzen beschäftigt. Ich bin Frank, bin der Visionär im Team, habe 10 Jahre für Daimler geforscht, 15 Jahre Serienentwicklung für Audi gemacht und bin schon seit über 20 Jahren begeisterter Heimkino- und Star Trek-Fan. Vielen Dank. Super spannendes Thema, super spannendes Team. Das Logo steht, sind alle drei schon gebrandet, die GmbH ist scheinbar auch schon gegründet. Wie geht's weiter? Gerade aktuell entsteht hier unten im Makerspace das erste Holodeck. Also noch ein bisschen gedulden zum Stromaufwärtsfestival gibt es auch schon was zu sehen. Da freuen wir uns drauf. Dankeschön.